Und damit ein herzliches Willkommen zu den Warhammer Fantasy Gaming News und wir beginnen mal wieder mit Total War Warhammer 2, denn es ist ein neuer aktueller Beta-Patch erschienen, der auch später für alle Spieler erscheinen soll. Und gefixt wurde besonders, dass die Vampirküste jetzt wieder auf See ihre Untoten beschwören kann. Also für alle Fraktionen gilt das hier für die Vampirküste. Dann wurde gefixt zum Beispiel, dass einige Spieler eine Mod-Limitation hatten. Dann, dass die KI wieder mehr als eine Armee ausbildet. Das ist jetzt auch wieder verfügbar. Und dass einige Basiswerte im Multiplayer geändert wurden. Das ist jetzt auch gefixt. Und für Amalus Darkblade ist das Warp-Schwert jetzt ein bisschen leichter zu haben, denn es ist jetzt gegen die Tiermenschen, die jetzt verschoben worden sind, in die Düsterlande. Also in die Düsterlande ist es jetzt hin verschoben, die Tiermenschen, damit man das Warp-Schwert ein bisschen schneller bekommt. Und es wurden auch noch sehr viele andere Dinge gefixt, falls ihr euch das näher anschauen wollt. Ich habe alles wie immer unten verlinkt und dann gab es noch mal wieder einen Artikel von CA zur Soundbearbeitung und so weiter. Dies könnt ihr euch auch ebenfalls reinziehen, falls ihr euch dafür interessiert. Ganz schön viel. Dann kommen wir jetzt zu Warhammer Vermintide 2. Hier ist ein Event gestartet, bei dem könnt ihr drei neue Items bekommen. Und das Event hat schon begonnen und es geht bis nächsten, ja, bis Donnerstag. Eventzeit. 6. Februar ist es gestartet und ja, hier steht gar nicht, wie lange es geht, aber hier steht, wann es gestartet ist. Und ursprünglich sollte es am 3. Februar starten, das haben sie dann aber verschoben. Und es geht jetzt auf jeden Fall bis nächsten Donnerstag. Und eine Kleinigkeit ist noch neu, und zwar, dass es jetzt so in Tarals Feste, also da, wo man immer anfängt, dort laufen jetzt kleine Ratten rum, die später für irgendein Story-Event oder für das neue DLC von Belang sein soll. Und ich habe das Event mal gespielt. Falls ihr euch davon einen Eindruck vermitteln lassen wollt, dann könnt ihr hier gerne mal reinschauen. Dann für Warhammer Underworlds Online ist der dritte Patch erschienen. Dieser fügt ein, dass das Spiel schneller ist. Ein neues taktisches Overlay wurde hinzugefügt und jetzt ist auch Spielen mit Steam-Freunden möglich. Weiter geht's mit Warhammer Chaosbane, denn Kela, so ist die Ankündigung hier, wird dieses Jahr noch als Free DLC erscheinen für PC, Xbox und PlayStation. Ja, und hier wurde übrigens noch zusätzlich ein kleines Artwork gepostet. Dann bin ich auf etwas gestoßen, und zwar für Age of Sigmar. Und zwar macht der Loremeister auf Zortek, den kennt vielleicht einige, der macht jetzt immer so eine Livestreams mit den, hier können wir uns das mal reinschauen. Und zwar macht er jetzt immer so eine Livestreams mit dem Tabletop-Simulator, denn dort kann man Regimenter, nein, Figuren und Einheiten und so weiter, naja, ihr wisst schon, das kann man dort hinzufügen und dann kann man das hier in Echtzeit spielen. Ich glaube, es ist sogar möglich, dass man seine eigenen Figuren hinzufügen kann, aber sicher bin ich mir dann nicht. Falls euch dafür interessiert, schaut dort einfach mal rein. Der hat diese Events jetzt schon öfter gemacht. Dann gibt es vom YouTuber Partyleet ein Spekulationsvideo zu Warhammer 3. Ich plane sowas übrigens auch noch. Er geht hier auf die Timelines, Maps und die Fraktionen ein. Dann für
die Lost Faction Mod, die sicherlich einige von euch kennen, vielleicht aber auch nicht, habe ich ein Einheiten-Review gemacht zur Albion-Rasse, die dort neu hinzugekommen ist. Die hat es jemandem nicht gefallen, juckt mich nicht, ich zeige das hier trotzdem. Wir können ja mal kurz reinschauen. Hier zum Beispiel ein Streitwagen oder was haben wir hier? Achso, die Hearthguard. Okay, ja, falls ihr euch die Mod mal näher ansehen wollt, ich habe sie hier auch verlinkt. Sie ist allerdings in zwei Teilen aufgespalten, da die Mod inzwischen einfach schon zu groß ist für ein Part. Und sie wird übrigens auch stetig erweitert, also fast regelmäßig kommen dafür Updates. Auch wenn sie noch Beta ist. Und Araby gibt es dort übrigens auch. Wir, beziehungsweise ich, haben ein neues Video erstellt zu Warhammer Roleplay, der dritten Folge. Dies nennt sich Showdown im mittleren Gebirge und Siegfried und der Zwerg Randolph erleben hier ein spannendes Showdown im Warhammer Roleplay. Falls euch dafür interessiert, dann zieht euch das Video mal rein. Ich nehme übrigens am 8.2. mittags auf, das heißt, wenn ihr dieses Warhammer Fantasy Gaming News Video schaut, dann ist dieses Video bereits erschienen. Hier steht nämlich noch auf Premiere. Ja, was plane ich sonst noch? Ich plane noch ein eigenes Projekt dazu, mehr später in ein paar Tagen oder in ein paar Wochen. Dazu wird auch extra ein Trailer kommen. Dann plane ich jetzt gerade die letzte Warhammer Lore Folge zum Sturm des Chaos. Dann haben die Arbeiten bereits begonnen. Und wegen meiner Streaming-Sache werde ich wahrscheinlich morgen anfangen zu streamen. Oder vielleicht auch später, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn es soweit ist, dann werde ich an dem Tag vorher noch ein Infovideo rausbringen, ein kleines. Weil der eine oder andere, der hat dann vielleicht sicherlich Fragen, wo streame ich und was streame ich und so weiter. Ja, also vielleicht beginne ich damit morgen schon, denn meine Vorbereitungen, die sind dafür bereits alle abgeschlossen. Und damit sind wir auch am Ende angelangt zu den Warhammer Fantasy Gaming News. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr fühlt euch ausreichend informiert. Falls ja, hinterlasst mir ein Abo und ein Like. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video.